Die Massenschlägereien in Essen und Castrop-Rauxel sind heute auf der Tagesordnung in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Düsseldorfer Landtag gelandet. Vergangene Woche waren in Castrop-Rauxel zwei größere Personengruppen aufeinander losgegangen. Nach bisherigen Ermittlungen war die Schlägerei durch einen Kinderstreit zwischen zwei Elfjährigen ausgelöst worden. Ein Tag später war es auch in Essen zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei großen verfeindeten Gruppen gekommen. Es gab zahlreiche Verletzte. Eine Vielzahl von Hieb- und Stichwaffen wurde sichergestellt. Und NRWs Innenminister Herbert Reul, der will nun durchgreifen. Unter anderem zeigt die Polizei ja schon mehr Präsenz. Aber was da noch passieren soll, das hat Reul heute erklärt. Wir haben eine Menge Leute Personalien festgestellt. Wir haben eine Menge Leute Anzeigen gestattet. Wir haben in beiden Behörden große Ermittlungskommissionen, die jetzt zuordnen. Das geht nicht so leicht. Sie müssen ja eine Tat immer einer Person zuordnen, sonst können Sie keine Anzeige erstatten. 37 Anzeigen sind gestattet. Da wird weiter dran gearbeitet. Ich gehe davon aus, dass es noch mehrere wird. Zweitens hat die Polizei es am Wochenende geschafft, diesen Tumult, der am Anfang, wenn er da ist, nicht zu verhindern ist, eingedämmt wurde, die Gruppen getrennt wurden, friedlich auseinandergehalten wurden und dass in den nächsten Tagen keine neuen Tumulte entstanden sind. Also ich muss sagen, ich finde, das ist professionell gemacht worden. Aber eins ist klar, die Kriminalität von Clans in den großstädtischen Strukturen ist nicht weg. Habe ich auch nie behauptet, aber sie ist seltener geworden. Wir haben von 2018 bis jetzt von 179 Tumultdelikten auf 37 Tumultdelikten reduziert. Noch zu viel, aber ein Fortschritt. Ihre Parteifreundin Sigrid Müller fordert, den Clanmitgliedern Spielzeuge abzunehmen, wie Sportwagen, wie Rolex-Uhren. Guter Vorschlag. Wir machen das im Rahmen der Gesetze, wo es geht, jetzt natürlich auch schon Beschlagnahmung. Aber das ist sehr begrenzt. Erstens muss es dem Täter gehören und nicht der Oma. Man kann nicht irgendjemand was wegnehmen, der gar nichts gemacht hat. Und zweitens ist die Rechtslage auch nicht so eindeutig. Also wenn im Deutschen Bundestag die Rechtslage verschärft wird, um hier mehr Möglichkeiten zu haben, ich bin sehr einverstanden. Und die Kinder wegzunehmen? Das ist eine ganz schwierige Frage unter uns. Die muss man sich genau angucken. Dies kommt immer wieder. Ich bin da sehr skeptisch, ob das eine Antwort ist auf eine Frage von Bekämpfen von Kriminalität von Erwachsenen. Nee, einer kann nur die Wahrheit sagen. Und dann würde ich sagen, gucken Sie die Statistik an. Wir stellen jedes Jahr 2.500 und dann 3.000 Leute ein. Das heißt, es werden mehr und nicht weniger. Es werden mehr Polizisten im Moment. Seit dem letzten Jahr haben wir einen Aufwuchs in der Polizei und das ist ein klarer Fakt. Ja, das passt zusammen, vollkommen klar. Weil wenn Menschen meinen, sie müssten sich schlagen, dann kann man das im ersten Moment nicht verhindern. Aber sobald dann Polizei da ist, wird es verhindert. Und wie Sie wissen und gesehen haben, hat es keine Auswüchse dieser Tumulte gegeben. Die waren begrenzt, die waren eingegrenzt. Und diejenigen, die wir ermitteln konnten oder noch werden, werden vor Gericht kommen. Jawohl, funktioniert Ihre Politik der 1000 Nadelstiche nicht, wenn wir solche Ereignisse wie am Wochenende haben? Doch, die funktioniert. Wenn wir im letzten Jahr ein Tumultdelikt jetzt in dem Raum hatten und im Jahr davor schon mal einen hatten, das heißt, in jedem Jahr da einen in dem Raum, ist das viel weniger als früher, wo es jedes Wochenende einen gab. Nochmal, ich wiederhole, 2018 gab es 179 Tumultlagen in Nordrhein-Westfalen, 2022 37. Es ist noch zu viel, ich will das nicht gesund reden, aber ein Fortschritt ist erzielbar und das ist ein bohrendicker Bretter, das kriegt man nicht mal eben hin. Man kann nicht sagen, morgen sind die weg. 30 Jahre lang hat die Politik gepennt, hat sich keiner gekümmert. Wir sind jetzt seit 5 Jahren dran, wir kriegen Fortschritte hin und ich glaube, das ist ein Fortschrittsschritt, das ist ein Teilschritt nach vorne, aber es ist noch lange nicht genug. Aber zu sagen, da jetzt nichts bewegt, das ist wirklicher Quark. Also in dem Bereich, wo verfassungsfeindliche Bestrebungen stattfinden, wird der Verfassungsschutz auch jetzt schon tätig sein. Aber Schlägereien sind noch keine verfassungsfeindlichen Aktivitäten. In welchem Rahmen wünschen Sie sich stärkere Abschieberegelungen, um Straftäter abzuschieben oder vielleicht auch abzuschrecken in die Clans hinein?
Das Wichtigste ist nicht wieder neue Regeln, sondern dass man sie realisieren kann. Und das Thema bei den Abschiebungen ist, alle fordern sie und wir kriegen sie sehr schwer realisiert, weil das Recht dem entgegensteht. Wir haben Gerichtsentscheide, die sagen, was geht und was nicht geht. Und wir haben Länder, die keine aufnehmen. Was nützt es, wenn Sie jemanden nach Marokko abschieben wollen und der sagt, die nehmen den nicht auf? Dann können Sie auf dem Schiff tagelang rumfahren und warten. Das heißt, das Problem ist leider komplizierter, als man so gerne sieht. Ich stimme dem Satz hundertprozentig zu, Straftäter gehören abgeschoben, Punkt, aus, Ende. Aber man muss es auch hinkriegen können. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir mit diesen ständigen Forderungen, wenn wir sie nicht auch umsetzen können, und zwar 1:1, nicht den Unmut in der Bevölkerung erhöhen, weil die sagen, warum kriegen die das eigentlich nicht hin? Weil es kompliziert ist. Die beste Methode in diesem Flüchtlingsthema war die Methode, die Angela Merkel mit der Türkei verabredet hat. Als die Gegenleistung dafür, dass die Türken sich um viele Flüchtlinge kümmern, organisiert hat. Das war wirklich Fortschritt. Der Rest war alles Gequatsche. Okay, dann gab es, glaube ich, noch eine Frage zu Herford. Herr Holz, Sie haben gesagt, Sie haben jede Menge Fragen an diesen Polizeieinsatz. Das ist ziemlich genau die Formulierung, die Sie auch zu Anfang des Polizeieinsatzes in Dortmund hatten. Haben Sie einen Instinkt für Polizeieinsätze, die so halb gut gelaufen sind? Nee, da braucht man keinen Instinkt für, sondern wenn in einem Einsatz, der wirklich der schwierig war, weil wenn man mit 200 Stunden durch die Stadt fährt, hat das Licht nicht an und gefährdet Menschen, hat keinen Führerschein, dass dann Polizei nicht weiß, was da los ist und dass die Polizei dann auch mit äußerster Vorsicht gehen muss, damit ja selber nicht passiert, habe ich volles Verständnis für. Aber 34 Schüsse haben mich irritiert und die Frage will ich beantwortet haben. Und das wird auch jetzt geklärt, genau wie es in Dortmund. Justiz und Polizei funktionieren super. Durch meine Initiative ist ja verändert worden, dass nicht die Behörden sich selber kontrollieren, sondern dass eine Nachbarbehörde aufklärt. Bielefeld klärt jetzt auf, dann wird die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet und irgendwann werden wir ein Ergebnis haben. Leider muss man dafür Geduld haben. Die Leute, die am Anfang schon immer wissen, was am Ende rauskommt, dann nennt man Schlaumeier. Mit denen kann ich nichts anfangen. Die Bodycams oder sämtliche Kameras waren ausgeschaltet. Wie ordnen Sie das an? Das finde ich nicht gut. Ist leider aber ein Problem auch der Rechtslage. Wir haben zum Beispiel bei den Kameras, die an den Autos sind, klare Regeln, wie und wann die eingeschaltet werden. Also der Zivilwagen, der hinterher fuhr, hat überhaupt keine Kamera. Das ist so vorgesehen. Darüber kann man nachdenken, ob man das ändert. Der normale Streifenwagen schaltet die ein, wenn das Stoppschild angeleuchtet wird. Kann man darüber nachdenken, ob man das ändert. Ist aber so. Und die Bodycams dürfen Polizistinnen und Polizisten nur unter bestimmten Rechtsvorschriften einwenden. Das müssen die selber entscheiden. Und die Rechtsvorschriften beruhen erstens auf einer Entscheidung bei Einführung der Bodycams unter Rot-Grün und zweitens unter einer Rechtsvorschrift im Polizeigesetz unter Einführung von Schwarz-Gelb. Also jetzt alles besser zu wissen, ist mir ein bisschen zu einfach. Ich glaube, man muss genau hingucken. Die Bodycams waren dafür gedacht, zu deeskalieren, nicht Beweise zu sichern. Jetzt will jeder die nutzen als Beweissicherung. Das ist eine interessante Idee, über die man nachdenken muss. Allerdings muss man dann möglicherweise auch noch die Strafprozessordnung ändern. Das ist sehr kompliziert, ob man es wirklich will, dass die immer an sind und immer schalten. Dass das Leute fordern, die ansonsten immer schreien, bitte keine Videoaufnahmen, ist für mich etwas irritierend. Und deshalb bin ich für eine sachgerechte Lösung. Ich habe die Polizisten gebeten, die Bodycams so weit wie möglich, so schnell wie möglich einzuschalten, weil ich glaube, es wäre klug. Ob man dafür das auch zur Pflicht machen muss, ist eine ganz schwierige Frage. Dankeschön. Danke sehr. Der Kampf gegen Clankriminalität geht also weiter. Wir haben es gehört, Herbert Reul sieht da schon Verbesserungen. Aber natürlich kommt es noch einmal zu den Ausschreitungen, die wir jetzt vor kurzem erst wieder gesehen haben. Und es muss mehr passieren. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.